Hallo und herzlich willkommen zu Smokies Let's Play Blog am 19.09.2011. Ja, viel Zeit ist vergangen mit dem letzten oder seit dem letzten Let's Play Blog. Aber ich habe wieder einiges zu sagen und das, bevor ich mal noch anfange, muss ich mich jetzt erstmal an 5200 irgendwas Abonnenten bedanken. So krass geil, Leute, wie viele von euch in der letzten Zeit gekommen sind. Also echt Hut ab für euch, ihr seid echt geil. Und ja, ich möchte dann direkt jetzt mit dem Thema anfangen, weil sonst dauert das wieder hier 10 Minuten und das guckt sich dann eh wieder keiner an. Fangen wir an mit Punkt 1, Projektupdate. Ja, ich habe viele Projekte, es wird viel nach verschiedensten Projekten gefragt. Und ich habe mich da mal letztens ein bisschen durchgeguckt und dachte mir, ja, irgendwie, nee. Nicht so ganz so, ne? Es gibt zwei Projekte, die haben euch zwar gefallen, aber Leute, ich habe echt keine Lust mehr auf diese. Also das eine kann ich sowieso nicht aufnehmen, das andere könnte ich zwar aufnehmen, aber ich habe echt keine Lust drauf. Und ihr wisst ganz genau, wenn man keine Lust drauf hat, dann wird es auch nicht gut. Und genau deshalb möchte ich es vermeiden. Ich möchte dieses Projekt hiermit eigentlich abbrechen. Also diese zwei, und zwar handelt es sich um Penumbra, das ich sowieso nicht aufnehmen kann wegen den Aufnahmeproblemen, und um Just Cause 2. Ja, das tut mir sehr leid für euch Leute, das sind eh nur zwei Nebenprojekte, die kann ich einfach nicht weiterführen. Ich habe einfach keine Lust auf die Projekte und habe sowieso gerade den Kopf schon voll mit den Projekten. Aber dafür habt ihr jetzt dann Borderlands mit Forza geht bald weiter, by the way. Ich acker mich jetzt einfach durch die Liste durch, ne? Also Borderlands mit Forza geht jetzt weiter demnächst. Wir werden jetzt vielleicht sogar heute noch einen Livestream machen, wo wir uns wieder zu unserem alten Status zurückzocken und dann wieder aufnehmen. Und Resident Evil 5 geht dann auch bald wieder weiter. Ich muss mich noch mit Spielen wieder ein bisschen besprechen, wann wir wieder mal aufnehmen, aber das geht auch sehr, sehr bald weiter. Terraria läuft sowieso mit Campy. Dead Island bleibt euch natürlich auch. Kaizo Mario, kurz vor Ende, bleibt auch, wird dann ersetzt werden mit Kaizo Mario 2. Und dann startet noch in nicht allzu ferner Zukunft. Ich habe schon die ersten 14 Parts davon, glaube ich, auf dem Rechner. Ist es auch ein Together? Was es sein wird, verrate ich euch noch nicht und auch noch nicht mit wem. Das werdet ihr dann selber herausfinden. Ein paar von euch wissen es vielleicht schon oder können es schon sich erahnen, wer es sein wird. Aber ich verrate zu dem Projekt mal noch gar nichts. Gut, wie gesagt, Penumbra und Just Cause 2, die muss ich leider abbrechen. Es tut mir so dermaßen leid. Ich habe die Lust an diesen Projekten verloren und es wird nichts. Vielleicht irgendwann oder vielleicht irgendwann als Livestream-Projekt, aber momentan breche ich sie ab. Die Parts werden bis, ich sage jetzt mal, Ende der Woche noch oben bleiben. Bis Freitag werden die Parts noch oben bleiben, dass, wenn ihr wollt, sie euch runterladen könnt. Aber dann werden sie definitiv runtergenommen. Oder, nein, Quatsch, das machen wir nicht, das war ein Fehlgedanke. Wir werden die Parts nämlich auf die Homepage verschieben. Das heißt, die Parts sind dann nur auf der Homepage zu sehen, also letsplaytvgermany.com. Und dann unter Projekte und Homepage exklusiv und da seht ihr dann alles. Da habt ihr auch schon ein anderes Projekt und zwar mein allererstes Let's Play, das ich hochgeladen habe, ist auch auf dieser Homepage zu sehen. Und zwar eben auch letsplaytvgermany.com, Projekte, Homepage exklusiv und dann The Ship. Ein 7-Part-Projekt, glaube ich, war das. Das war mein allererstes Let's Play. Ist zwar kacke, aber lohnt sich doch zum Angucken. Schaut es euch doch mal an und könnt natürlich auch in die Kommentare posten, dann was ihr davon haltet. Erstes Let's Play, ne? Haha. Okay. Habe ich noch was über die Projekte zu sagen? Ja, Penumbra verschwindet auch dann mit Just Cause 2 gemeinsam auf die Homepage. Ne, Penumbra sind nur 3 Parts. Ne, das verschwindet komplett. Penumbra verschwindet komplett. Das lösche ich am Mittwoch. Ja. Und Just Cause 2 kommt auf die Homepage. So sieht's aus. Gut. Das war's aber, glaube ich, mal soweit mit den Projekten. Dann, was haben wir denn noch so Schönes? Genau! Kanal haben wir nämlich noch. Ich habe ja ein paar von euch wissen es schon, also genau 100 von euch haben ihn schon gefunden. Den Müll mit Qualität. Smokies Trash. Ja, dieser nette Kanal hier ist auch einer meiner Kanäle. Da werde ich alle möglichen Zeugs hochladen, angefangen von so Sprecharbeiten, wie ich sie eben schon hochgeladen hatte. Das Video, was ich lange Zeit im Autoplay bei mir hatte.
oder noch andere Dinge. Definitiv, also schaut auf jeden Fall mal auf dem Kanal vorbei. Der Link dazu steht natürlich auch ebenfalls in der Beschreibung und ist auch im Video verlinkt. Gut, das war's soweit zum Kanal. Jetzt geht's dann zu Wir sind Gamer. Leute, heute. Ihr wisst, dass das viel Arbeit ist, dieses Video zu machen. Und dass ich mir dann auch ein paar andere Dinge überlegt habe, das noch ein bisschen geiler zu gestalten. Und ich erst die ganzen Videos noch immer runterladen muss oder gerade noch dabei bin, sie alle runterzuladen. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Sollte mir einer helfen wollen und für die ganzen, also alle Videos, alle 500 irgendwas Antworten, eine Playlist packen. Also ihr müsst dann immer klicken, zur Playlist hinzufügen, also diese 500 Videos müssen in einer Playlist sein und dann kann ich sie runterladen. Sollte mir da einer helfen wollen, natürlich großes Dankeschön, wird natürlich auch dann groß gelobt von mir, weil dafür würde das dann echt einen Respekt zollen. Ich halte selber kaum aus, ich habe bisher noch nicht noch irgendwie davon gedrückt, aber jetzt muss ich dann schon langsam anfangen. Wenn mir jemand helfen möchte, natürlich würde ich das super finden, der soll mir eine Nachricht schreiben und dann, ne? Okay. So viel zu Aktivisten Gamer, also es wird noch eine Woche oder zwei dauern, bis es draußen ist. Gut. Punkt Nummer 4. StarCraft 2 Turnier. Ja, es war ja eigentlich, also für die Leute, die es letzte Woche mitbekommen haben, das StarCraft 2 Turnier, was wir angefangen haben, spontan. Ist ja noch nicht fertig. Wir haben ja nur die Vorrunde gemacht. Jetzt sind wir im Viertelfinale und das Viertelfinale hat noch nicht begonnen. Es war ja eigentlich geplant jetzt, also dieses Wochenende. Das ging aber dann zeitlich, also ich habe dann mit Forza Modern Warfare 3 gestreamt und StarCraft war irgendwie nicht so im Vordergrund und Mathe habe ich auch nicht immer erreicht, ich weiß nicht. Drum werden wir das höchstwahrscheinlich nächstes Wochenende machen. Ankündigungsvideo dazu kommt noch. Habe ich aber auch jetzt dann in der Livestream-Ankündigung schon erwähnt. Gut, das war's eigentlich schon wieder mit dem Let's Play-Blog und ich habe so viel wie möglich Talk da reingebracht, damit das nicht so lang wird und so schnell wie möglich. Und jetzt sind es erst schon wieder 7 Minuten 15. Das ist. Naja, was will man machen? Geballte Information in Massen. Danke nochmal an 5000, über 5000 von euch. Wenn ich bedenke, dass ich gerade noch das 3000-Abo-Special hochlade, ist das. By the way, I Wanna Be the Guy ist verschoben worden auf 10.000 Abonnenten, weil mit 5000 überlebe ich das nicht. Okay, soviel erstmal dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Bye Bye.